Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Begonia. Wir hatten in der letzten Folge ja so einige Sachen hier noch in die richtigen Bahnen versucht zu lenken, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Gebäude hochzuziehen. Das wird sich alles zeigen. Was wir brauchen, sind diese besonderen Waldläufer. Hier nochmal ganz kurz. Wo war das denn jetzt? Hier. Holzwerkplatz. Ja, das ist richtig. Aber die suche ich eigentlich gar nicht. Bäckerei, Schneiderei, Weberei. Das ist je. Schnellshütte, Taverne, bla bla bla. Hier war doch irgendwo. Ich suche die entsprechenden Einrichtungen immer und finde sie nicht. Ah, da unten. Ja, da oben. Alles so verstreut. Die Draufgänger, genau, die brauchen wir. Da brauchen wir ganz viele von. Und entsprechendes Equipment in Form von Silberdegen finden da gerade ihren Platz. Ja. Waldläufer könnte ich theoretisch auch rekrutieren. Bringen nur jetzt in der Situation, in der wir uns hier befinden, so gut wie gar nichts. So. Die Waffenschmiede ist eifrig dabei. Hier haben wir noch ein Sägewerk, was eifrig am Sägen ist. Gut. Der Wald hier ist weitestgehend gerodet. Ich muss kurz mal überlegen. Konzentriere mal das Ganze in diese Richtung. Konzentriere mich da mal auf die erwachsenen Bäume. Ja. Moment, das ist der. Da würde ich mich dann auch jetzt auf die erwachsenen Bäume konzentrieren. Und der kann sich dann hier so ein bisschen austoben. Wer bist du? Da unten. Okay. Jo, Moment. Dann würde ich aber auch hier sagen, erwachsene Bäume und dann hier so. Erst einmal. So. Das Ganze müssen wir hier nochmal komplett überarbeiten, überdenken, wie auch immer. Ich will hier natürlich noch eine. Ja, Jagd auch, aber die suche ich mal wohl gar nicht. Wo ist denn jetzt wieder der. Ah, da ist das raus. Ah, ja, okay. Ja, ich würde sogar den Pinorek da so hinsetzen wollen. Und dann schauen wir mal. Holzproduktion ist erstmal, soweit ich das überschauen kann, einigermaßen gesichert. Ja. Okay. Ansonsten haben wir hier nur Ärger mit Banditen und den besagten Werwölfen, die sich da oben befinden. Ich hatte die irgendwie, weiß auch nicht warum, so hier so in der Richtung erst vor Ort in der letzten Folge, weswegen ich da den einen Wachturm hier irgendwo gebaut hatte. Den brauchten wir da aber gar nicht. Das heißt, im Prinzip kann dann hier. Oh Gott. Der Weg auch weg. Oh nee, das ist. Ja. Falscher Fehler. So. Ja, ich lasse den mal da stehen. Da haben wir so einen Anknüpfpunkt für den Fall des Falles, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwann was bauen wollen müssen. Wie auch immer. So. Konzentration. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben 5 Wachtürme, die reichen auf keinen Fall. Garnison und Militärcamp haben wir noch nicht. Wir haben einen Entdeckerposten. Oh. Da müssen wir noch mehr machen, aber im Augenblick ist das erstmal neben Baustelle. Wir haben ein Forsthaus, wir haben 2 Sägewerke, wir haben 2 Steinbrüche, 2 Steinmetze, eine Steinmühle. Wir haben noch kein Baustellencamp. Wüsste auch nicht, wo ich das jetzt hinsetzen soll. Ja, so viel Platz haben wir nämlich nicht. So, Sammlerhütte ist, Fischerhütte haben wir noch nicht. Jagdhütte haben wir eine, Gemüsefarm haben wir eine, Getreidefarm haben wir eine. Das Farmland ist okay, Brunnen haben wir im Augenblick 3. Windmühle eine und eine Bäckerei. Die Bäckerei könnte noch eine. Sag mal schnell, Brunnen gebrauchen. Wo ist denn die Bäckerei? Moment mal. Bäckerei, wo bist du? Taverne? Nein.
Bäckerei hier. Bäckerei, da ist die Bäckerei. Zack, zack. Dann, dann. Moment. Hier irgendwo. So. Da ist die Bäckerei. Dann brauche ich hier. Die braucht nämlich Wasser. Genau. Dann würde ich vorsichtshalber ganz gerne hier noch so einen Brunnen hinsetzen. Wenn das denn irgendwie geht. Ich weiß gar nicht, ne? Die sind ja jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und rein theoretisch müsste das Ding doch hier irgendwo hinpassen, aber nein. Auf keinen dieser freien Flächen, die ich hier zur Verfügung habe, passt dieser Brunnen hin. ETF. Ach, Moment. Augenblick mal. Ich versuche hier einen Brunnen auf Sand zu bauen. Das finden die natürlich kein Wasser. Das wird der Hintergrund sein. Das ist ja trockenes Gebiet. Heilige. Da muss ich auf alles achten, nicht? Ey. Ich meine, ist natürlich gut. Dann setze ich den Brunnen hier zu dem anderen. Ich setze den da direkt ran. Wichtig ist ja nur, dass da das Wasser hinkommt. Ja, und in rauen Mengen. Das andere ist da erstmal nebensächlich. Moment mal eben. Würde ich da theoretisch... Nee, da komme ich nicht durch. Kannst du knicken? Geht nicht. Ich würde theoretisch hier so eine Querverbindung hinkriegen. Ob die was bringt, weiß ich nicht. Ich mache jetzt nicht immer. Ja. Ja, das mit den Wegen ist hier, das ist hier alles sowas von aus der Pistole geschossen. Aus der Hüfte geschossen. So auf die Schnelle. Ja, ist halt so. So, okay. Türme. Bitte, klar. Okay, haben wir da dorten. Eine, da fehlt es an. Leute, das, ja. Okay, hier auch. Ich habe überhaupt keine Wachen mehr. Du ahnst es nicht. So, das wäre der. Da habe ich gerade mal 4. Ich brauche 30 Wachen. 10. 30. Ich mache mal hier 35. Ich nehme direkt auf 40. Egal. So, das heißt, ich brauche entsprechend Material 13. So, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Ich würde selbst die Fackeln hier erstmal auf 0 setzen, damit er sich ja ausschließlich auf die Geschichte konzentriert. Natürlich könnte ich eine weitere Holzwerkstatt bauen oder eine, wäre wahrscheinlich sogar sinnvoll. Ich wüsste jetzt so auf die Schnelle nur nicht, wohin damit. So, die Waffenschmiede hat da erstmal nichts zu tun. Die sollte was machen? Moment mal, Augenblick. Die ist noch im Bau. Da habe ich eine, die sich um Silberdegen kümmert. Du machst mal ganz viele Silberdegen. Die könnte ich Eisenlanzen oder Eisenschwerter? Das ist jetzt echt eine Frage. Ich glaube, für die Banditen, da komme ich nicht drum rum. Die habe ich ja auch noch bei der Brust. Ich mache erstmal so 10 Eisenschwerter. Und hier wären vielleicht so 10 Eisenlanzen eine gute Idee. Fragezeichen. So, dann hätten wir noch Rüstungsschmiede. Die muss ja auch irgendwo rum existieren. Eine ist fertig, eine andere ist im Bau. Rüstungsschmiede. Moment, ist die noch mit? Da hatte ich, glaube ich, ganz vorsichtig angefangen. Ne? Ich mache mal hier 10. Und die andere ist hier noch im Bau. Wenn die denn dann irgendwann mal so weit ist, ne, kann die da unterstützend eingreifen. Pro-
Problem ist nur, ich habe nicht genügend Eisen. Also ganz, ganz wenig. Und das wird heftig. Das wird ganz heftig. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich habe hier. Achso. Ja, alles klar. Was ist das? Wie sieht es hier aus? Ich brauche hier Leute. Leute. Und zwar sehr viele Leute. So, keine Ahnung. Erstmal so auf Verdacht, damit ich entsprechende Reserven habe. So. Da hatte ich 10 veranschlagt. Hier hatte ich. Das wisst ihr gar nicht. Da sind Wachen. Da habe ich gerade mal 4 von 10. Weißt du was? Ich zwitsche mal kurzzeitig um. Geh nicht anders. Ich brauche die Leute hier. Mit 30 von den Leuten bin ich hier immer noch. Boah, das wird bestimmt, glaub, das ist ja endlos. Damit 30 reiche, zumal die hier ständig auch meine Leute beißen und in Werwölfe umwandeln. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herholen sollen. Bevölkerung, Wohnhaus, ein großes Wohnhaus. Kriege hier irgendwo ein großes Wohnhaus hin. Theoretisch hier. Aber ich glaube, ich muss hier kleine, mal schnell Brötchen backen. Weil ich komme sonst hier in Teufelsküche. Ich habe nicht genügend Bauland und ich brauche die großen Flächen für anderes. Ich setze hier mal eins hin, da kriege ich noch eins hin. Alles hier mit. Das passt. Womit wir gerade wolltest du doch noch. Das passt. Das passt. Das passt nicht, aber das passt. Dann setze ich hier noch eins hin. Ein Wohnhäuschen. So. Willst du nicht übertreiben? Aber ja. Aber ja. Okay, wir gucken mal ganz kurz, was hier so angedacht ist. Militärcamp, ja. Später. Baustellencamp auch später. Kohletagebau. Da hatten die Leute durchaus recht. Kohletagebau wäre auf jeden Fall anzuraten, da noch was zu machen. Nein, nicht damit. Anders, Konzentration. Eisen, Kohle. Da würde ich dann. Nein. So vielleicht. Geht es denn irgendwie da noch so eine entsprechende Stelle hinsetzen? Moment. Bitte. Euer Ernst. Komme ich da irgendwie? Muss hier irgendwie ran. Egal wie. So. Funktioniert. Kohletagebau ist in Auftrag gegeben und wir können dann natürlich da abbauen. Ist das? Ach, auch Kohle. Ich dachte für einen Augenblick, das wäre Silber, aber nein. Eisenerz! Es ist mehr als wenig. Es ist mehr als wenig, aber ich muss jetzt hier alles, was ich irgendwie kriegen kann in dieser Richtung, muss ich mit nutzen. Eieiei. Gut, dass ich da den Platz noch habe. Lange wird dieses Bergwerk da sowieso nicht existieren. Weil das, was da an Eisen existiert, das ist minimal. Aber ich brauche jedes Milligramm. Wirklich jedes Milligramm, was ich irgendwo kriegen kann. So, Stein, Kupfer. Baue ich hier schon irgendwo Kupfer ab? Ja, erst mal später. Ja,
erst einmal später. So, wie sieht es jetzt hier aus? Übel, muss man so ausdrücken. Äußerst übel. Rüstungsschmiede. Moment. Waffenschmiede. Silberdegen. Ja. Das ist mehr als heftig. Ich weiß nicht, ob ich die 30 Leute überhaupt zusammenkriege. Ja, hier habe ich jetzt 7 von 10. Moment, wohin? Hier habe ich noch gar nichts. Noch niemanden. Da sind es immerhin 10 von 10. Also einen habe ich schon mal komplett. Immerhin. Okay. Das lässt hoffen. Das lässt tatsächlich hoffen. So. Okay. Ich werde nicht viele Möglichkeiten haben. Also wenn ich die nicht im ersten Anlauf mehr oder weniger platt kriege, sehe ich da wenig Hoffnung, dass wir da irgendwie noch eine zweite Chance bekommen. Nicht, wenn ich noch irgendwo Silber entdecke. Das ist uninteressant. Das ist nicht unser Gebiet. Das sah hier, ich hatte hier diesen Streifen hier gesehen und habe gedacht, oh, Silber. Und aber nein, es ist Kohle. Und wir haben nichts. Dass wir hier noch Ressourcen haben, das sind Kleinigkeiten. Die Waffenschmiede hat nichts zu tun. Ach nee, gar nicht wahr. Die hat nur keine Ressourcen, das ist das Problem. Kein Personal anwesend. Ich brauche Leute. Oh, hier, da ist das Problem. Eieieiei. Oh Mann. Kunst? Nein. Rüstung auch nicht. Waffenschmiede? Und nein. Werkzeugschmiede. Genau. Wo bist du? Werkzeugschmiede. Ich hatte da mal was in Auftrag gegeben, aber das war wahrscheinlich zu wenig. Du machst direkt 10. Wir brauchen Kohle und Holz. Und das ist jetzt erstmal so wichtiger. Das ist hier alles ziemlich am Limit. Eieieiei. Aber wenn man die Sachen nicht ständig im Blick hat, dann ist ja alles zu spät. Ich bin immer noch auf der Suche nach Silber. Ich finde aber nur ein bisschen Kupfer und Stein. An Steinen, wenn ich die mit Steinkeulen oder irgendwas. Steinkeulen. Irgendwelche Steinwaffen, irgendwas, die drin, meinetwegen das Steinschleuder kleinkriegen würde, dann würde ich das ja gerne machen, aber das bringt uns gar nichts. Hier fehlt einfach Personal. Oh mein Gott. Auch das noch. Achso, Moment, Augenblick. Gildehaus, wie sieht's denn damit aus? Ne, der hat auch nichts mehr. Puh, Zimmerer, Handelsträger, Baustellenträger, was mal hier? Arbeiter von uns. Ja. Eine Sache aus dem Blick verliert, das kann dann schon das Ende bedeuten. So. Okay. Wie sieht es hier aus? Keine Eisenschwerter. Holzsperre, die ja noch geliefert werden müssen.
Ja, Werwölfe greifen natürlich auch wieder an, Logo. Ganz klar. Wie sieht es denn hier aus? Handelssegment geschlossen. Moment mal eben. Die Glücksschmiede. Haben wir hier schon irgendwie? Moment mal. Mann. Liefere Waren? Silbermünzen. Ja klar, ich habe ja auch Silber, ich habe Silber bis zum Abwinken, Leute. Ich kann euch Silbermünzen liefern. Ihr werdet staunen. Oh ja, ernst? Marktplatz ausbauen. Was bringt ihr sonst? Leder! Ja, überhaupt kein Problem. Ich hab auch Leder, kann ich auch mit rum. Ja, super. Achso, das ist die Sammelhütte. Wie viel Liter wollt ihr denn haben? Ich gebe alles. Oh mein Gott. So, die Rüstungsschmiede ist zwar fertig, aber ich habe hier keine Leute. Hammer, ist ja ein Hammer. Habe ich keine Hämmer mehr? Wie sieht das mit Hämmern aus? Hammer. Hm? Hier wird hier kein Hammer angezeigt. Wo ist da der Fehl? Ist auch da. Ach. Hm. Acht Frage. Kein Personal anwesend. Muss ich auch noch jetzt Hämmer in Auftrag geben? Dann kann ich mir im Augenblick überhaupt nicht erlauben, weil ich brauche andere Sachen. Werkzeug, Holzwerkstatt, Werkzeugschmiede. Wie sieht's denn aus? Eine. Boah. Neun muss er noch. Tja. Dann ist das so. Eisenbahn. Okay, immerhin. Kohle. Eine weitere Zange ist fertiggestellt worden, aber das reicht natürlich nicht. Wenn ich eins hasse in so einer Situation, ist mit einem bisschen die Hände gebunden sind. Und ich glaube, ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Hände gebunden haben ist immer ganz blöd. Ich sehe hier Lederzeug, ich sehe hier Fackeln. Leichte Rüstungen 6, warte mal. Wo ist die? Leichte Rüstungen. Oh, 10, 6 sind dabei. Nochmal 20, so. Leichte Rüstungen 6. Leichte Rüstungen, alles klar. Okay, der Wachturm ist, da sind jetzt 9 von 10, okay, da ist noch nix und hier habe ich auch 9 von 10, wo sind da schon Leute verloren gegangen? Das ist nicht gut. Ich denke mal, solange die anderen da nicht auf Maximum sind, wird sich hier auch nichts tun, unabhängig davon, ob jetzt genügend rekrutiert werden können oder nicht. Ja, da ist nicht mehr viel Silber da.
das wird nicht mal ewig reichen. Das sehe ich schon kommen. Und hier existiert nirgendwo mehr irgendwo in meinem Einzugsbereich Silber. Kalkstein, ja, da kann ich Leute mit tot schmeißen. Aber da habe ich ein bisschen Eisenerz, ist aber uninteressant, da komme ich nicht ran. Es nützt mir auch nichts gegen die Werwölfe im Prinzip. Dass hier nicht mal irgendwie so mal ein größerer Brocken Silber dabei ist. Weißt du, Kohle ist ja schön und gut, aber wenigstens mal irgend so ein Bröckchen Silber noch mit dabei. Ne? Ich bin ja schon froh, dass ich da Eisen gefunden habe. Entweder Stein oder Kohle. Oder hin und wieder mal wieder ein bisschen Kupfer. Die können mir gestohlen bleiben. Da habe ich am wenigsten Probleme mit. Weil hier ist nichts. Ich sitze hier auf dem Trockenen. Echt ein riesiges Gebirge. In Anführungsstrichen. Flachs kannst du hier finden, weißt du? Das ist nicht wahr. Und du denkst natürlich immer, dass irgendwas was übersehen. Irgendwo ist da der eine Brocken, den du jetzt noch brauchst. Den hast du irgendwie übersehen, weil da vielleicht ein Baum im Weg ist. Man weiß es nicht. Aber nein. Du traust dir dann auch nicht, dann irgendwas zu bauen, großartig, weil die Materialien dafür ja, mehr als rar gesät sind. So, ja, wir haben diese Folge haben wir unheimlich viel hinbekommen, weil nichts läuft. Im Augenblick nichts läuft. Wir haben nur rumgezetert die ganze Zeit. Wir konnten weder was bauen, noch konnten wir hier irgendwie die Leute ausbilden, die wir brauchen. Wir brauchen Personal. Ich habe jetzt zumindest, glaube ich, so ein paar Zangen. Ja, zwei Zangen oder ist die dritte jetzt gerade fertiggestellt. Das wird dann dazu führen, dass dann hier die ein oder andere Waffenschmiederin ihren Betrieb aufnehmen kann. Immerhin auch nicht verkehrt. Ja, liebe Leute, es bleibt schwierig, tut mir sehr leid, aber das wird jetzt hier heftig werden unter Umständen, sehr, sehr heftig werden. Und wie gesagt, ob das wirklich jetzt so im ersten Anlauf alles klappen wird, warten wir es mal ab. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für eure Begleitung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine Begleitung. Hilft mir sehr, ich brauche hier Hilfe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht kann ich ja dann schon ein bisschen mehr hier machen. Abwarten und Tee trinken, ist angesagt. Macht's gut. Genießt die Zeit.